Im Wandel der Zeit. Derzeit gibt es Bauarbeiten an der Spreegalerie. Nach dem Hugendubel-Auszug suchte man neue Mieter. Mittlerweile hat man einen Interessenten gefunden. Ein Name wurde nicht genannt. Die Papiere werden aber schon geprüft. Die Fläche soll sogar für den neuen Mieter erweitert werden. Center-Manager Jörn Hübner hofft auf einen Vertragsabschluss in 2 Wochen. Bauen am Bahnhof. Am Montag wird der nördliche Fußweg zum Bahnhof gesperrt. Geplant ist, die Oberfläche zu beräumen. Der Boden soll untersucht werden. Dazu wird die Gehwegverbindung vollgesperrt. Zusätzlich erfolgt im Zufahrtsbereich des Parkplatzes aus der Görlitzer Straße eine Umleitung in Richtung Kreuzung Stadtring. Im Anschluss soll der Weg als erstes Teilstück des Projektes fertiggestellt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich 8 Wochen. Macht's gut, Jungs! Die Band Duck or Duff verabschiedet sich. Heute Abend ist ihr letztes Konzert in der Region. Die 4 Lausitzer treten seit 7 Jahren auf. Sie haben bereits Preise wie den Spremberger Perle Cup gewonnen. Außerdem haben die Jungs den neuen FCE-Song eingespielt. Sie trennen sich jetzt auf unbestimmte Zeit. Das Abschlusskonzert ist im Muggefuck.